Servus bei Let's Play Osiris New Dawn. Ja, in der letzten Folge haben wir eine neue Mine gefunden, in der wir gerade herumkraxeln. Neue Loks. Und ja. Hier sind wir nun also. Und kraxeln hier herum. Bis jetzt haben wir halt nicht gefunden, außer ein paar neuen Loks. Und natürlich Habi Babi. Trinken. Die hätten wir wirklich genug. Oh. In der Reise wollen wir mal was Nutzbringendes drinnen. Auch ein. Oh, eine neue Datadisk. Hey, vielleicht lernen wir direkt einen neuen Bauplan. Wäre ich nicht abgeneigt darüber. Was mich immer interessiert, Harald, wir haben so ein blödes, ich würde gar nicht sagen, blödes, ein Farmhäuschen. Oh. I believe this was. So eine Farmingkuppel und können aber nichts machen, weil wir keine Samen da haben. Warte mal, warte mal, warte mal, da oben. Ich glaube aber, dass ich das sogar gefunden habe. Ja, da waren wir schon. Ich glaube, das war es auch, was wir hier finden konnten. Na gut, viel war es nicht, aber es war trotzdem wieder was. Rohstoffe auf jeden Fall. Gut. Schauen wir sich natürlich noch genau um, dass wir ja nichts übersehen. Jo, da waren die Viecher. Ich glaube, das war es in der Höhle. Viel mehr werden wir da nicht finden. Schade eigentlich. Das heißt aber, es gibt noch. Und ich glaube, eine Mine müsste es dann noch mindestens geben. Weil wir haben die A, oder ist die Z-Mine die C, auch wenn es mit Z geschrieben wird da. Weil wir haben die Alpha, die Beta, die Zeta, die Epsilon. Ich wusste das gar nicht, wie es weitergegangen hat im Alphabet. Bis jetzt nirgends eine Abzweigung, gar nichts, was ich übersehen hätte. Da kann ich nach links gehen. Wird aber, glaube ich, persönlich. Oxygen levels dangerous. Ja. Ja, führt nur einmal im Kreis. Okay. Jetzt kommen wir genau mitten in der Nacht raus. Das ist natürlich nix. Das freut mich gar nicht. Gebrochenes Barrel. Lithium. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Und wir hätten Durst.
Pflanzen. Ein paar Pflanzen haben wir entdeckt. Es gibt noch einige zu entdecken. Kreaturen. Man hat wirklich viel entdeckt. He? Da überall. Boah, da müsste man noch einige. Stumpfen. Ah. Mit welchem Werkzeug kriegen wir denn da? Das heißt, wir sollten die mit stumpfem Werkzeug bekämpfen, dann könnte man. Und irgendwas kriegen wir da raus. Aha. Ich sollte da mal mit einem anderen Werkzeug probieren. Mineralien? Gut, das ist ja noch das. Auch interessant. So. Es ist zwar noch Nacht, aber nicht mehr lange. So, ah, ich habe noch eine Idee gehabt. Ich hatte noch eine Idee. Ich baue hier einfach ein Radar her. Dann weiß sie nämlich, wo eine Mine ist. Okay, aber eigentlich wollte ich da her. Was ist das? Entschuldigung, aber da. Da ist noch irgendwas. Autsch. Rückt er mal? Jo. Es hat aber jetzt dann. Wow. Ja, komm. Nervt es manchmal, dass ich an so kleinen Steinchen hängen bleibe. Aua! Uiuiui. Ja, ich komme ja schon. Boah, wo ist denn das? Ob ich dir? Komm schon, komm schon. Wie gibt's das eigentlich, ja? Ja. Ich komm. Müsst mir jetzt äppeln. Ich hoffe, du folgst mir jetzt. Na Gott sei Dank. Der steht mir sogar noch im Weg. Ich komme nicht auf, ich schaffe es nicht. Eieieiei.
Nein, 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 komm, 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 komm. Ja. Ich mach mir da einen Marker eins einmal. Mir reicht. Uiuiuiui. Das muss irgendwo da oben sein, das Metallic Object. Das muss alles da irgendwie oben sein, habe ich Töre. Warte mal. Aha. Das haben wir mal gefunden. Gut. Das war ja leicht. Schaut das wirklich nur noch sowas? Ja, wirklich wahr? Das hätte für mich total wie irgend so ein. Es ist da irgendwas ausgeschaut, aber nö. So, da her. Und den entferne ich jetzt dann. Wieso habe ich trotzdem zwei Marker? Clear Marker 2. Gut, in die Richtung. Und hoch da! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, du schaffst es! Schauen wir uns natürlich. Aha, hier. Ich hoffe, ihr seht das gleiche wie ich. Das ist nicht wahr, oder? Es gibt da so viele Minen. Schauen wir mal, was da steht. Gamma-Mine. Da. Dann hinein ins Glück. Oder Unglück. Warte mal, da steht aber Exit A. Oh. Ah. Könnte das eine größere Mine wieder sein? Oh, hallo. Wow. Wir sind encumbered. Wieder mal. Es geht nach links und nach rechts. Wir gehen nach links. Ich glaube, wir sind nicht weit gegangen. Nein. Definitiv nicht weit. Okay, na dann. Ich will nur keinen Wagen oder irgendwas übersehen. Ah.
Also ist es die Gamma. Ich glaube, so ganz haben, hat sich der Programmierer oder die Programmierer, es war ja nicht einer alleine. Das war, soweit ich weiß, ein Team. So ganz nach Alphabet wahrscheinlich nicht geholfen, sondern die bekannteren genommen. Aha. Okay, das ist nur wieder der Methanteich. Nix so Aufregendes. Das ist jetzt kaum. Hier vier? Das heißt, hier könnte es natürlich sein, dass wir wieder auf einen Generator stoßen. Gammamine Exit C. Relais 2. Gammamine Exit B. Meter, 325 Meter. Wir gingen zum Exit B. Das heißt, wir könnten eigentlich die anderen Exits, das ist wieder so eine verbunden mit drei Eingänge. Ich glaube, die Alpha-Mine hatte nur zwei. Boah, schreckt mir nicht immer so dieses Gezuppel. Ah, da sind wir ja wieder mal, wo menschliches Leben war. Also den Lamperl. Laserzelle finde ich gut, Waffe finde ich gut. Sauerstoff nehmen wir sowieso immer mit, wer weiß, für was wir es brauchen. Die Frage ist nur wirklich, was ist hier passiert? Das kommt mir alles nicht koscher vor. Bis jetzt waren hier keine Lebensformen. Bis jetzt. Wo ich gesagt habe, die sind so, außer der Wurm, der ist ein bisschen, aber hey. Wenn man weiß, wie, kommt mir ein Wurm auch entgegen. Ist sehr geradlinig noch. Und schon ist es vorbei mit dem geradlinig. Ich möchte zum Exit B einmal gehen. Es ist schade, dass ich die Radars nicht beschreiben kann. Das könnte der andere Ausgang sein. Das schaut sogar sehr. Oxygen levels dangerous. Yeah. Sauerstoff genug.
Ja. Okay, ich bin gerade wieder voll aufgeregt. So, wir füllen nochmal wieder nach. Hier ist nichts. Aufpassen. Nee. Das war jetzt, wo ich gekommen bin. Da muss doch nur einen Ausgang geben. Folge den Lichtern. Dann bekommst du gute Sachen. Da hinten ist ein Licht. Ich schaue noch einen Ausgang aus, ja. Hier weiter. Gut. Dann machen wir das. Dort gehen wir dann kleine. Wir markieren uns den Ausgang und oh Mann! Das war der Gamma-Minenausgang B. Es regnet. Schön. Wo sind wir? Wow. Warte mal. Tut es leichter. Krass. Ja, da muss ich ehrlich sagen, da war man noch nicht viel, ja. Da drüben, wie man sieht. Ja. Gib ehrlich zu. Da waren wir noch nicht viel. So, nach links mussten wir gehen. Also gehen wir mal nach rechts. Smith's Lock. Smith, Beta-Mine. Wegen einer Deep Area auf der Beta-Mine, total Lücken vor. Sie sind also in die Beta-Mine gegangen. Oh, da geht's. Ah, das war also nur so ein Kreis. Sie sind also in die Beta-Mine gegangen. Er und der Smith. Um nach Mineralien in der Tiefe zu suchen. Leider weiß man da immer zu gut, wenn man zu tief gräbt, was passiert. So, wir wollen. Da ist das Relais wird angezeigt. Wir wollen auf jeden Fall auch noch zum C-Ausgang. Damit wir sie den A markieren können.
hier rein. Genau. Jesus! Oh. Wir gehen jetzt auf Relais-Suche. Und wer suche der... Aha. Wer sucht, der wird finden. Weit kann das Relais nicht mehr sein. Das müsste dann der Eingang sein, den ich genommen habe damals. Wow! Wo? Na genau jetzt wieder nachladen. Kleiner Drecksau. Ich würde gerne... Na gut, wir haben immer noch Zeit, das Relais zu finden. Den Eingang C hätten wir noch. Der müsste jetzt hier kommen. Jawohl, da ist schon wieder eine Kiste. Kisten sind immer gute Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Entweder zu einem Ausgang oder zu irgendwas anderem. Am Suchen, ich finde da. Das könnte das Relais sein. Das könnte sogar extrem stark das Relais sein. Da lebt noch einer. Wo haben wir fast gelohnt, dass ich jetzt nachladen muss. Oh. Oh. Ein Disk. Mythslog 4. Das Relais. Da lebt noch ein Vieh. Jetzt nicht mehr. So, Smith's Log 4. Vega. Was ist da? Oh. Also irgendwo, irgendein gewaltiges Viech muss in der Beta-Mine gewesen sein. So.
Relais 2 ist online. Und jetzt? Könnte es aber sein, dass ich vielleicht in die Beta-Mine muss? Da war ja so ein Generatorraum. Könnte natürlich sein. Weil eigentlich hätten wir alle Relais aktiviert. Ja, das heißt, in der nächsten Folge gehen wir noch zum Eingang C, markieren ihn mit einem Radar. Und dann werden wir uns, glaube ich, auf den Weg zurück machen und in die Beta-Mine schauen. Der wird mir erst zu oft erwähnt. Ich glaube, ich werde dieser Beta-Mine mal einen kurzen Besuch abstatten und einmal schauen, was es da drinnen gibt. Es freut mich auf jeden Fall, dass wir hier einiges gefunden haben. Noch eine riesige Höhle. Also, es bleibt weiterhin spannend. Mal schauen, was noch passieren wird. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe auch und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss mit du, ciao mit au, servus mit Vogelfau.